Jo, Leute, hallo. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Labertruck. Und heute habe ich etwas ganz Besonderes für euch. Denn ich habe etwas gefunden, beziehungsweise wurde ich von einem Freund darauf... darauf hingewiesen, dass ich mir das doch mal angucken soll. Und zwar habe ich euch die Internetseite mal unten in der Videobeschreibung verlinkt und ihr seht es da schon. Es gibt einen Multiplayer für das Spiel. Das da, die da fahren, das sind Leute, die da den Multiplayer spielen und das finde ich unfassbar nice. Das sind gerade alles andere Spieler, die auch zu diesem Zeitpunkt dieses Spiel spielen und auf demselben Server sind wie ich. Wie geil ist das denn bitte? Ich dachte mir, ich gucke das einmal an, weil ich das echt nice finde, wie ich schon ein paar Mal erwähnt habe. Und nehme mal wieder eine Folge Labertruck auf. Und passend zum Thema Multiplayer habe ich mir gedacht, quatsche ich heute einmal darüber, wie es mit unserem Kanal Multiplayer im Moment so aussieht und wie was da so in Zukunft auf euch zukommen wird. Denn wie der ein oder andere vielleicht festgestellt haben wird, ist in letzter Zeit recht wenig los gewesen. Alter, Stau auf der Tankstelle, alles klar, das ist doch episch, ey. Da steht einer im Graben. Alles klar. Nee, der rammt mich jetzt. Weil man keine Autos haben. Egal, wie geil ist das denn? Ey? Ja, auf jeden Fall, dem einen oder anderen vielleicht aufgefallen ist, ist da nicht so viel gekommen. Und das liegt... Oh, ich muss mal ganz kurz Licht anmachen. Wo geht das nochmal? Ah, da. Liegt das daran, dass ich im letzten halben Jahr... Ach du Scheiße, Alter. Das war richtig knapp, Alter. Ja, ich bin auf jeden Fall jetzt schon mal begeistert, wie sozial die Leute hier sind. Ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass es da Leute gibt, die hart trollen und andere Leute rammen und sowas. Aber das gab es bisher noch nicht. Das gefällt mir bisher schon mal super. Ja, aber was ich gerade sagen wollte, das lag daran, dass ich seit August letzten Jahres alleine an einer weiteren Minecraft-Animation gearbeitet habe. Und ich habe da echt unfassbar viel Zeit reingesteckt. Ja, also das war echt ein mega großes Projekt. Das war das erste wirklich große Projekt, was wir so am Laufen hatten. Also ich habe das alleine animiert. Und Lara, oh, mach das doch nicht so knapp, du. Ja, auf jeden Fall, ich habe das alleine animiert und habe andere YouTuber, die da die Rollen eingesprochen haben. Und habe mit David zusammen dann das Video zusammengeschnitten und bin auch gerade immer noch da dran. Dann hat David auch noch einen Trailer gemacht, beziehungsweise David hat einen erstellt, so wie er sich das vorgestellt hat. Und ich habe dann noch ein bisschen was daran auszusetzen gehabt und das ändere ich dann die Tage noch. Und ich kann leider jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt noch nicht das hundertprozentige Datum sagen, aber ich glaube, dass das so am 2. Advent oder so dann rauskommt. Dafür müssten wir aber bis zum nächsten Wochenende alles fertig haben. Das müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Und dann werdet ihr diese wundervolle Animation zu Gesicht bekommen. Die war echt unfassbar viel Arbeit. Und das hatte damit zu tun, weil ich etwas gemacht habe, was ich vorher nie gemacht habe. Und zwar habe ich Gesichtsanimationen hinzugefügt. Also ich habe Mundbewegungen und Augenbewegungen und sowas dazu gemacht. Dann habe ich unfassbar fette Minecraft
Gebilde benutzt, also riesige Maps und riesige Objekte, die da drin vorgekommen sind. Und zur Zeit, wo ich das angefangen habe, hatte ich noch meinen Laptop. Dadurch war es für eine Szene, die ich da gemacht habe, das war echt schwierig, weil das der Laptop von der Performance her absolut nicht geschafft hat. Aber dann habe ich den neuen PC bekommen und da lief das dann ohne Probleme alles. Dann ist mir dann am Ende auch nochmal was ziemlich Dämliches passiert, und zwar habe ich aus Versehen, als ich auf von Camtasia Studio auf die Adobe-Programme umgestiegen bin, das heißt, ich habe dann das erste Mal After Effects verwendet und habe natürlich keine Sicherheitskopien von den Dateien gemacht und habe dann das, was ich in den Audiodateien bearbeitet habe, überschrieben. Das bedeutet, ich hatte da nur noch Soundfetzen vom Gesamten. Das bedeutet, dass dann ein paar Leute dann nochmal ihr Zeugs neu einsprechen mussten, was gar nicht mal so schlecht war, weil ich dann nochmal einige Änderungen am Ende gemacht habe, was dann meiner Meinung nach das Ganze nochmal deutlich verbessert hat. Ja, so viel dazu. Das bedeutet, das erwartet euch die Tage wahrscheinlich. Nächstes Wochenende der Trailer, das Wochenende darauf dann die Animation. Dann wollte ich noch ein Best-of zusammenschneiden, wenn ich das schaffe. Kommt das dann auch noch dann an, irgendwann an diesem Wochenende. Dann habe ich noch einiges an Secret Hitler-Folgen. Was heißt einiges? Ich glaube zwei Stück, aber da wollten wir schon seit Ewigkeiten wieder was aufnehmen. Wenn es gut läuft, also wenn das klappt, dann können wir am Wochenende nochmal TTT spielen. Das wollte ich dann auch mal aufnehmen. Und all solche Sachen eben. Und dann hatte ich mal wieder unfassbar Bock auf wie heißt's hier, Sprachoffensive. Das finde ich, habe ich da unfassbar Bock drauf, das machen wir die Tage auch nochmal. Das bedeutet, es kommt in nächster Zeit wieder regelmäßiger. Ein weiterer Grund, warum das nicht so regelmäßig gekommen ist, ist, weil ich mein Halbjahrspraktikum angefangen habe und da hatte ich dann, bin ich dann immer um 6 erst zu Hause gewesen, wirklich bin ich zu Hause gewesen und habe dann irgendwie nicht mehr wirklich die Lust gehabt, da noch groß was aufzunehmen für mich selber, also alleine. Ich habe zwar dann an den Wochenenden mit den Jungs gespielt, mit den anderen, mit David und so, und haben wir auch dann das eine oder andere aufgenommen. Das sind eben die Sachen, die auch gekommen sind, aber ich habe halt echt Bock darauf, da wieder mehr zu machen, auch wirklich coole Projekte zu machen, wo ich wirklich hinterstehe und so, und auch selber wieder mehr aufnehmen, wie zum Beispiel jetzt hier Euro Truck Simulator, also beziehungsweise Labertruck. Und da habe ich auch einige Themen noch, wo ich noch drüber reden möchte. Und dann hatte ich auch ein Minecraft-Projekt geplant und das hätte auch eigentlich schon starten können, allerdings haben mir dann ein paar Teilnehmer gefehlt und dann hat mir eben auch wegen diesem Praktikum die Zeit gefehlt. Deshalb wollte ich das dann nicht mehr unbedingt machen, weil ja, ich habe keine Ahnung, wie man blitzt, also halt hier, ne? Licht hupt. Auf jeden Fall, ja, irgendwas wollte ich noch sagen. Oh, ich war zu schnell. Auf jeden Fall werde ich, wenn das Halbjahrspraktikum vorbei ist, was an Weihnachten ist, werde ich erstmal ein bisschen Freilauf haben. Da werde ich dann wieder eine Menge Zeit haben, was zu machen. Ich hoffe, ich nutze sie auch. und des Weiteren wollten wir auch mal Real-Life-mäßig was machen. So. Weil, ja, da haben wir alle irgendwie Bock drauf, zumindest David und ich. Wie Ben das sieht, habe ich keine Ahnung. Mit dem habe ich da tatsächlich noch nicht darüber gesprochen.
Ja, wir wollen also live-mäßig mal was machen. Da hätten wir auch vor 2 Wochen die Gelegenheit dazu gehabt, weil David bei mir war. Also nicht direkt bei mir, aber war halt hier in der Nähe irgendwo. Und dann waren wir auch mal bei mir zusammen und dann ein bisschen was gezockt und so. Und er hat auch seine Kamera dabei, aber irgendwie hat sich das da nicht ergeben. Aber ich fahre, das ist jedenfalls geplant, dass ich demnächst mal zu ihm fahre, nach Österreich, ihn 2 Wochen oder so besuche. Und da wird sich bestimmt was ergeben. Wo wir vor allem Bock drauf haben, ist da DSA, genau, das war's. Das schwarze Auge. Das ist so ein Pen-and-Paper-Game, was wir bei Pizmeet entdeckt haben und so geil fanden, dass wir da sau Bock drauf bekommen haben. Und ja, ich hoffe, dass das dann demnächst mal klappen wird. Dann zum Thema Animation nochmal. Da kommt demnächst diese fette Animation. Lieber da gibt's halt zu blinken, ne? Wie hupt man eigentlich? Ne, was habe ich gemacht? Scheiße, Was habe ich gemacht? Ich habe keine Ahnung. Ah, so hupt man. Und du hast das Gefühl, dass das eine Vollbremsung ist. Alles klar. Wow. Okay, jetzt weiß ich auch wieder, wie man hupt. Ja. Genau, Thema Animation. Da kommt die fette Animation halt und dann ist in Planung, dass jeden Monat ein Animation Short kommt. Da haben wir uns auch schon, beziehungsweise ich, habe mir da einiges ausgedacht, was wir da irgendwann mal machen können. Das sind eben so kleine Sketche, die nicht viel Arbeit beanspruchen, die vielleicht so 1-2 Szenen haben oder so. Das geht dann auf jeden Fall klar, die in einem Monat fertig zu bekommen. Das ist jedenfalls der Plan und müsste auch rein theoretisch kein Problem sein, dass eben einmal im Monat eine kleine Animation kommt, einfach um das Ganze, also ich möchte halt das Ganze mehr bringen. Also weil ich habe echt Spaß an den Animationen und es macht echt Bock, die Leute da das einsprechen zu lassen und das dann zu animieren und all sowas. Und macht mir halt echt Spaß, deshalb möchte ich das deutlich mehr machen. Und auch nicht nur so riesige Projekte eben, sondern wie auch gesagt, so kleinere, damit ich das eben auch öfters bringen kann. Und alles klar, da ist einer sehr schnell unterwegs. Und dann auch die Resonanz von den Zuschauern zu bekommen. Weil das ist halt immer echt schön zu sehen, wie die ersten 2 Animationen schon da kam halt echt positives Feedback, obwohl ich die eigentlich gar nicht mal so gut finde jetzt im Nachhinein, weil die Animation war halt so lala, ne? War halt so der Anfang. Also das ist echt deutlich besser, auch weil eine neue Version von dem Programm, was ich verwende, rausgekommen ist. Und diese neue Version, die hat halt neue Möglichkeiten geboten, die alles echt vereinfacht haben und verbessert haben. Und da sind deutlich coolere Animationen mit möglich. Ja, genau. Also wie gesagt, kleinere Animationen einmal im Monat und diese fetten Projekte, die kommen dann vielleicht, wenn es gut läuft, einmal im Jahr oder so. Weil die sind halt echt enorm viel Arbeit, allein schon deshalb, weil ich alleine daran arbeite. Ja, ich arbeite eben alleine daran, nicht weil die anderen Arschlöcher sind, sondern weil die sich noch nicht damit befasst haben und auch keine Zeit dafür haben. Ich halt der Einzige bin, der sich wirklich damit mit dem Thema befasst hat und da auch echt schon, also ich habe da auch, also würde ich von mir behaupten, inzwischen eine Menge Ahnung von. Man hat tatsächlich in dieser Animation, an der ich seit August gearbeitet habe, gesehen, wie sich das entwickelt hat. Denn da war es so, dass ich halt angefangen habe. Und als ich dann fertig war, habe ich mir das alte nochmal angeguckt, logischerweise.
habe dann festgestellt, diese Mundbewegungen sehen echt scheiße aus und der Rest, der muss auch nochmal überarbeitet werden. Das bedeutet, da habe ich mich, also da hat man deutlich gesehen, dass ich da echt Übung drin bekommen habe und das sah am Ende deutlich cooler aus und dann habe ich mir halt nochmal die Zeit genommen, habe den Anfang nochmal komplett überarbeitet. Ja, das war eben etwas. Alles klar, hallo krass. Ja, also das hat sich gelohnt, würde ich behaupten. Und hat auch Bock gemacht. Und das, was da in nächster Zeit in Sachen Animation auf euch zukommt, das wird extrem episch. Das sage ich schon mal. Ja, dann, ihr habt jetzt mal so einen kleinen Einblick erhalten von dem, was wir so vorhaben und was demnächst so kommen wird und wie das hier weitergehen wird, denn wir wollen alle ganz gerne, dass das hier noch deutlich besser läuft alles. Ich meine, dieser Kanal besteht seit 2012, das ist seit 4 Jahren und in der Zeit sind 200 noch was Videos gekommen. Oh, wow, alles klar. Das bedeutet, wir machen das schon echt eine lange Zeit, also ich jedenfalls, die anderen sind ja noch nicht so lange dabei, also offiziell jedenfalls, und ja, in letzter Zeit ist es eben nicht so viel gewesen, was wir gemacht haben, aber wir wollen jetzt wirklich das wieder alles regelmäßig machen und gut machen, und weil wir haben da halt echt immer noch Spaß dran. Gibt da zu piepsen. Wird da rückwärts. Genau, zu dieser. Hallo? Möchtest du? Was ein Assi, ey. Also, wenn ihr euch diese Mod hier auch mal anschauen wollt, dann könnt ihr das tun, indem ihr den Link in der Videobeschreibung klickt. Da ist die Seite verlinkt. Und diese Seite, da könnt ihr euch dann so eine Exe runterladen und euch die installieren. Dann müsst ihr noch den Ort von Euro Truck Simulator 2 angeben und dann könnt ihr das starten. Und dann müsst ihr euch dann auch anmelden, auch auf der Internetseite. Und dann könnt ihr euch hier auf den Server connecten. Und wie man gesehen hat, sind das echt viele Leute, die das immer noch spielen. Hier auf dem Server sind, glaube ich, 1000 noch was Leute. Und er sagt nicht, man muss jetzt hier auch noch richtig einparken. Kann doch nicht einparken. Nein, das war falsch. Ich wollte eigentlich nur die Sicht ändern. Kann ich hier nicht Enter drücken? Oh Mann, oh. Wie war denn nochmal Sicht ändern? Hör mal auf, rückwärts zu fahren jetzt hier. Ah, so. Alles klar. Dann wollen wir doch mal. Und stopp. So. Nein, falsche Richtung. Muss ich nach da, also muss ich auch nach da lenken. Richtig. So geht das. War das okay, oder? Ach, leck mich. We'll be right back.
Gott sei Dank, ey, endlich. Puh, das war aber hier eine schwere Geburt, du, ey. Unpünktlichkeit, willst du mich verarschen? Willst du mich eigentlich verarschen? Der hat mir nichts gegeben, weil ich unpünktlich war. Weil ich nicht diese Kack-Enter gedrückt konnte, ja. Also das ist ja wohl eine Unverschämtheit. Beziehungsweise, ich habe sogar Verlust gemacht hier. Ach, wow. 56.885 Stunden unpünktlich. Okay, ich glaube, das meinte... Naja, ich glaube, das liegt daran, dass ich hier Multiplayer gestartet habe. Keine Ahnung. Irgendwas ist da auf jeden Fall ganz komisch gewesen. Auf jeden Fall würde ich sagen, falls euch dieser kleine Einblick in die Zukunft vom Multiplayer gefallen, dann könnt ihr mir einen kleinen Daumen nach oben da lassen oder diesen Kanal abonnieren, weil ihr Bock darauf habt, was da kommt. Das ist natürlich die logischere Schlussfolgerung und das ist auch das einzig Richtige, logischerweise, ne? ja. Auf jeden Fall könnt ihr euch schon mal auf eine weitere Folge Labertrack freuen, weil ich noch ein paar Themen habe und wie gesagt, ich habe ja angekündigt, was so kommt, ne? Und Entschuldigung. Ja, auf jeden Fall, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und tschüss.